Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen, ja, zurück zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 5. Wir sind hier jetzt gerade mit Franklin unterwegs und ich glaube ehrlich gesagt sogar, das ist die erste GTA 5 Folge in diesem Jahr, oder? Könnt mich täuschen? Wobei, nee, es müsste die erste GTA 5 Folge in diesem Jahr sein. Wegen GTA 5 sind ja die, oder? Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Wir sind hier mit Franklin jetzt unterwegs, was vielleicht nicht ganz so gut zum derzeitigen Spielgeschehen passt, sag ich mal. Also, das letzte Mal sind wir ja mit, wir sind mit Trevor und Michael schon wieder in Los Santos angekommen, nachdem Trevor seine Geliebte gehen lassen musste. Hier jedoch sind wir derzeit da, wo Trevor die Geliebte befreit hat aus den Klängen des finsteren Matratzendrachens. Denn ich musste leider Gottes bemerken, diese Folge haben wir quasi komplett übersprungen. Die habe ich jetzt gerade erst auf meinen Rechner gefunden und dann musste ich bemerken, yo, hochgeladen ist die noch nicht. Das ist leicht blöd, würde ich sagen. Deswegen habe ich die jetzt einfach, auch wenn das jetzt über 2 Wochen kommen wird, definitiv, ebenfalls mal, was müssen wir hier jetzt eigentlich machen? Ach so, die brauchten einen größeren Wagen, ne? Die wollten jetzt nicht... Was für Penner, Pü? Ja, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, lade ich die Folge jetzt hoch, auch wenn es über 2 Wochen ist. Aber da haben wir sie wenigstens. Könnt ihr das auch noch sehen. Gut, nochmal für die Idioten da einfach den Wagen, der hier... Sag mal, wo sind die jetzt? Hä, willst du mich verarschen? The fuck? Jetzt sind die auf einmal einfach weg. Was war das denn für ein Rotz? Egal, wir holen uns jetzt eine geile Kache in der Garage. Da wir das ja immer noch nicht durch haben mit allen Wagen, die es da drin gibt, austesten. Und ich weiß auch noch nicht, ob es überhaupt jemand von euch bemerkt hat, aber ja, das Ganze hier ist jetzt nachsynchronisiert, genauso wie eine ganze Menge anderer Folgen, die ich jetzt innerhalb der nächsten paar Tagen hochlade. Fragt mich auch nicht, wieso. Ich habe hier ein Set-Typ, das finde ich geil. Ich kann mich eigentlich echt nicht daran erinnern, ob das mit der Mission geklappt hat. Weil es gab ja die Mission, wo wir den Set-Typ holen mussten. Aber hat es echt geklappt, dass wir den hier in die Garage stellen konnten? Weil ich habe echt keinen Plan. Habe ich das wirklich geschafft? Weil die Garage, die sieht ja jetzt schon mal ziemlich geil aus. Auch wenn ich keinen Plan habe, was das für eine Karre ist. Ist das ein Inferno? Zeig ich mal hin. Nee. Das ist kein Inferno. Was ist das? Egal. Nimm mal hier jetzt eine. Irgendeine, wo wir denken, dass das die nächste ist. Habe ich auch keinen Plan, welche Karre da die nächste war. Oh, wie süß. Okay, scheinbar das kleine Teil. Okay, die sieht schon echt putzig aus. Und dann würde ich sagen, machen wir dann heute die Mission hier oben bei Michael, da wir die Lester-Mission definitiv überspringen werden, bis wir etwas mehr Geld haben. Denn je mehr Geld wir haben, desto sinnvoller sind die Lester-Missionen. Das habe ich allerdings, denke ich, auch schon ein paar tausend Mal gesagt. Wie ich das jetzt allerdings mit der Folgenbeschreibung dieser Folge hier mache, das weiß ich auch nicht. Weil ich glaube, das müsste jetzt Folge 51 oder 50 sein. Irgend sowas in der Richtung. Also ist noch nicht so lange her, aber schon ein bisschen was. Die ist von letzten Jahr. Penner. Es wäre jetzt allerdings noch verwirrender, diese jetzt einfach so als Folge 60? Sind wir schon bei 60? 59 oder 60 müssten wir jetzt derzeit sein, glaube ich. So ungefähr in der Dreh rum müsste das sein. Wäre jetzt allerdings auch sehr, sehr verwirrend, diese als halt neueste Folge zu beschreiben. Vielleicht mache ich auch einfach beides. Ist das jetzt Folge 60 oder 59 und der Folgentitel zeigt, dass Folge 51 oder sowas ist.
Folge 50-2. Nee, in dem Fall 50.2. 50 die zweite. Ich muss sagen, die Karre fährt sich aber, ist zwar ein bisschen sehr, sehr, sehr leicht, fährt sich aber sonst recht smooth. Und sie kann so einen fetten Truck umklatschen. Das schafft auch nicht jede kleine Karre. Ist nicht ganz so smooth wie ein Motorrad, aber sonst geht die eigentlich. Wobei, was ich mich jetzt frage, wenn Michael immer noch in der Wüste ist, was ist denn das hier jetzt für eine Mission? Weil Michael sollte ja jetzt eigentlich nicht zu Hause sein. Oder werden wir jetzt von Matratze... Nee, Franklin kann nicht von Matratze gefangen genommen werden, denn... Wir konnten ja mit Franklin noch mal spielen, wir mussten ihn ja auch nirgendwo befreien. Aber geilen Anzug habe ich an. Das gefällt mir. Me and T did that job for him, and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So where you at now? Desert, out by Alamo Sea. All right, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Oh, hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife? No, the Mexican's wife. What? Shit, I don't know what to say about that one. Nothing. Nothing to say about that. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that, your maid? A business partner. Good guy. Very loyal. Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened. And that, you know, I can't guarantee no harm's gonna come to you. I might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes, man. Glaube ich auch. You miss me? Obwohl, Trevor ist schon cool. How's the fucking business? I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. But I heard about something to do with Meriwether. Those assholes. Big cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to requisition it. Fantastic. Let's go. Come in. Whoa, no, not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. Watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go. The weapons are coming in by air. Aber wenigstens kümmert sich Trevor hervorragend um seine Frau. Also, sie hat schon recht, Trevor ist ein guter Mann. Jetzt verstehe ich auch, wie sich die Frau so entwickeln konnte, dass sie wirklich für Trevor den Haushalt macht und alles schön. Oh, die beiden lieben sich. Das war ein trauriger Abschied. Aber nein, jetzt spoilere ich ja schon. Naja, spoiler das, was schon passiert ist. Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say, I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money, huh? Where's my consultancy and my big fat dividend? I want a franchise network, Ron. Franchise network, Ron. I want reward cards, merchandise. I want to make gun violence and drug dependency accessible to every man and beast, from Hove Beach to Vespucci. I want country clubs.
and a depressed wife with blonde hair and a hot little secretary. Blonde Haare? Aber das sind keine blonden Haare, die die hat. Aber ich muss schon sagen, erstens, One hört sich ein bisschen eifersüchtig an. Also vielleicht gefällt ihnen Michael nicht besonders gut hier oben. Aber zweitens, das Nachsynchronisieren bei GTA ist sowas von dermaßen geil. Man kann endlich auf die Texte unten achten, die die labern, ohne auch nur ein Auge auf die Straße zu werfen. Alter, besser kann's doch nicht laufen. Und geil, jetzt dürfen wir mit dem Sprühflugzeug fliegen. Das braucht aber ein bisschen, das hat aber einen langen Start gebraucht. Können wir auch irgendwie sprühen? Ne, hier ne. Das ist doch ein Sprühflugzeug, hat er doch jetzt gerade gesagt. Aber wo kann man hier sprühen? Okay, wir müssen niedrig fliegen. Gut, da bin ich relativ begabt drin. Noch tiefer! Chill mal! Ich kann damit auch auf der Straße fahren. Okay, das könnte vielleicht einige Probleme darstellen, aber... Ich bin doch dicht am Boden. Chill doch. Trevor hat immer einen Plan, das kennen wir doch von ihm. Und das, was da hinten im Himmel blinkt, ist dann, denke ich, unser Ziel, oder? Wobei, das sieht von hier hinten aus wie ein Luftschiff oder so. Wie soll ich denn hier tiefer fliegen? Ich bin schon fast am Boden. Genau. Das kam jetzt sehr, sehr pünktlich. Ja, gut. Ha. Okay. Danke. Ist schön, dass man mir so rechtzeitig Bescheid gegeben hat, dass ich kurz vorm Militärgebiet bin. Ist nicht so, dass der Flieger einen gewissen Radius zum Lenken benötigt. Der kann natürlich von 0 auf 100 direkt in einer Millisekunde da in sämtliche Himmelsrichtungen wechseln. Also, danke, One. Du bist echt super. Du bist ein echter Profi. Was ein Spacken. Na komm, wir spielen jetzt einfach mal kurz Schiffe versenken. Und schwimmen mit dem Flugzeug. Okay, in so einem Moment wünsche ich mir ja doch schon irgendwie einen etwas schnelleren Flieger. Denn die komplette Strecke jetzt nochmal zu fliegen, das ist echt... Naja. Und er hat die Frachtmaschine direkt vor... Ach, da hinten ist er. Alter, die kann man kaum erkennen. Vor allen Dingen die... wobei, die wird wahrscheinlich in einer anständigen Höhe sein, weshalb... Ja, außerdem ist Meriwether, also, okay. Wollte gerade sagen, die wird wahrscheinlich in einer anständigen Höhe sein, weshalb die Militärbasis sie nicht erwischen kann mit ihren Raketen. Aber ist halt Meriwether, die gehören ja quasi zum Teil mit zum Militär. Und das da hinten müsste die Basis sein. Da muss ich jetzt irgendwie versuchen, da dran vorbeizukommen.
Ah, gut, ist machbar. Alter, ich kann nicht tiefer. Hier ist der Berg direkt unter meinen Arsch, du Penner. Ey, ich kack den wirklich gleich noch in den Hals. Junge. Genau, endlich sagt's mal jemand. Wieso sollte ich sowas wissen und wieso zum Teufel sollte mich sowas interessieren? Idiot. So, aber wir sind auf alle Fälle schneller als der Frachter. Das heißt, wir sollten... Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass er das mal sagt. Junge, halt die Fresse! Genau. Jetzt hat er mich rausgebracht. Scheiße, was wollte ich jetzt sagen? Die Bäume auf alle Fälle sind gar nicht so geil. Bei One hätte ich jetzt gedacht, der will dann noch das Slalom da dran fliegen. Na gut, wir könnten ruhig etwas schneller sein, denn... wir sind zwar schneller als der Frachter, aber... auch nur minimal. Genau deswegen... meinte ich, sind diese Bäume echt beschissene. Als ob ich hell sehen könnte. Ja gut, kann ich, aber als ob ich es gewusst... Ja gut, wusste ich. Sie sind einfach nur beschissen und Gott sei Dank müssen wir jetzt nicht wieder von vorne beginnen. Alter, da hätte ich jetzt aber echt meine Faust in den Bildschirm reingerammt. Egal, ob es mein lieber... Na gut, hätte ich wahrscheinlich nicht, denn ich liebe meinen Rechner. Ah, oh, trotzdem. Könnt ihr noch unter der Brücke durchfliegen? Bekomme ich da einen Brückenbonus? Das schaffe ich. Was? Nicht mal unter den Brücke fliegen Bonus? Was soll denn das? So ein Scheiß. Oder hatte ich die Brücke schon? So, da fliege ich jetzt bestenfalls hier hinten entlang, dass ich so wenig Bäume wie möglich habe. Und auf der anderen Seite versuche ich dann so weit weg wie möglich von den... Halt die Fresse, One! Genau. Du hast nur falsche Informationen. So ein Noob. Und hier versuche ich dann so weit weg wie möglich von einem Berghang zu bleiben, damit ich da nicht wieder gegen einen Baum von dort knalle. Da bin ich nicht nur tiefer, sondern habe auch noch weniger Probleme beim Fliegen. Die fliegen ja jetzt auch nicht direkt über den Berg drüber, oder? Ja, wir müssen aber hier ein bisschen drüber fliegen, denn sonst holen wir die nie ein. Ja, ich weiß, dass wir so hoch sind, aber da, wir können nicht tiefer, weil da ein scheiß Berg ist. Das wird definitiv kein Gold werden. Na endlich, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir es nur noch einholen. Innerhalb der nächsten 5 Minuten sollten wir es haben, nehme ich an. Eine echt...
1989 crop duster. Just enjoying the beautiful San Andreas weather. Das sieht aus wie eine echt spannende Folge. Na dann probiert's mal, mich runterzuholen, ihr Penner. Dein fucking Ernst? Wir müssen da jetzt reinfliegen? Der Fuck, wie sollen wir denn das schaffen? Willst du mich verarschen? Vor allem schießen die ja jetzt auch noch mit Raketen. Nee. Oder? Eben haben sie noch Raketen geschossen, jetzt scheint's normaler. Alter, wie sollen wir denn da reinkommen? So, hier. Oh, Alter, das geht doch nicht. Scheiß doch die Wand an. Auch habe ich irgendwie das Gefühl, dass die ebenfalls lenken, was das die ganze Sache nicht gerade einfacher macht. Das sieht gut aus. Alter, das Flugzeug macht es nicht mehr lange. Und oh, geschafft! Ich bin ein Gott. Okay. Und ein bisschen rumballern. Das kann ich auch noch recht gut. Na gut. Etwas gut. Wenigstens habe ich anständige Waffen. Leben kriegt ihr mich nie, ihr Schweine! Warst du schon? Ach, ja natürlich! Was für ein Scheiß, ey. Bin ich wenigstens im Flugzeug jetzt drinne? Oder muss ich wieder reinfliegen? Ich müsste doch hoffentlich drinne sein, bitte. Das lädt ziemlich lange. Okay, ich bin zum Glück drinne. So, Spezialkarabiner. Spezialkarabiner müsste das Beste sein, oder? Spezialkarabiner. Der Typ. Ja, natürlich! Scheiß Auto-Aim. Alter, das macht keinen Spaß mehr. Puh. Mann, oh. So ein Scheiß. Und wieso lädt denn das die ganze Zeit so lange? So, komm, Spezialkarabiner und go for it. Denn jetzt direkt den Typen. Alter, was soll die Scheiße denn nur? Gott! Soll ich vielleicht am besten direkt den Typen, der da runterläuft, attackieren? Ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich kann hier nichts machen. Da kann ich quasi nur sitzen bleiben. Den zuerst. Und den, okay. Ja, gut, so geht's natürlich auch. Mein typischer Makel bei so etwas, ich bin viel zu ungeduldig. Was natürlich auch überhaupt gar nicht zu mir passt, denn im Paintball bin ich auch eher so eine Art Sniper. Ein typisches Camperschwein quasi. Tschüss. Da hinten ist noch einer, du bist auch weg. Nämlich eine Shotgun. Okay, dann habe ich jetzt einen Shotgun. Wieso auch immer. Habe ich noch eine automatische? Egal.
So. Wir sind auf alle Fälle schon mal durch. Und da ist noch einer. Tschüss. Und jetzt? Ach du Scheiße, ist das ein Scheißding. Oh Gott, fliegt's. Oh, das fliegt sicher wie die Pest. Und wo zum Teufel sind wir jetzt hier? Ach du Scheiße, wir sind am anderen Ende von Los Santos. Wobei, so breit wie das ist, könnte... Aber auf alle Fälle. Maybe I'll give you 10% of what's in the hole. Then we're all happy. Auf alle Fälle kann Trevor hervorragend handeln. Er ist ein wahres Diskussionsgenie. Takedown is authorized. Change bearing or we will engage. I don't think you understand. Ich habe so das dumme Gefühl. Wir können nicht höher fliegen. Dabei haben die... Hey, you wouldn't shoot me down anyway. Think of the ground casualties. Dabei haben die eben irgendwas gesagt, von wegen ich soll höher fliegen. So wirklich besonders viel bringen tut das aber jetzt auch nicht. Ach, fick dich doch mit den Höherfliegen. Ja, natürlich. Dein Ernst? Ja, jetzt natürlich sicher. Zuerst höher fliegen und jetzt soll ich runter. Ist eigentlich ein Grund, wieso ich jetzt so seitwärts fliege? Was ist eigentlich? Sichere Flughöhe. Ich wollte eigentlich... Okay. Blöd. Wieso soll ich jetzt tot sein? Das Flugzeug ist ja nicht explodiert, nur die Flügel sind ab. Gut, ich wollte eigentlich jetzt versuchen, zum See zu fliegen, aber dann muss ich davor scheinbar schon mal irgendwo abspringen. Dann scheiß jetzt auf die Höhe. Wir bleiben immer auf derselben Höhe. Abgeschossen werden wir dann wahrscheinlich sowieso. Changing frequency, over. Ron, Ron, you there? I got the chat. You with the buyers? Welcoming parties here, Trevor. Und dann springen wir direkt, wenn er sagt, abspringen, ab. Das könnt ihr sicherlich. Fick dich, One. Hey Ron, so the frickin' Air Force are on me. Shit. Ja, bestimmt. Geh du doch höher rauf. Machst du nicht. Scheiß auf das Rüberfliegen. Comply immediately. It's kind of reckless flying that big plane so low.
Nein, überhaupt gar nicht. I'm landing at Mackenzie Field. We can discuss this there on the dirt like that. Wenn das geht. Takedown is authorized. Change bearing or we will engage. I don't think you understand the effort I've gone to be here, pal. Auf alle Fälle sind wir jetzt wesentlich schneller. Halt die Fresse, Juan, du gehst einen echt auf die Nüsse. Mit etwas Glück könnten wir es jetzt bis zum See schaffen. Der soll echt mal sein Maul halten, der Dude. Die haben uns noch nicht. Die Raketen sind noch nicht abgeschossen. Doch, jetzt sind die Raketen abgeschossen, oder? Jetzt. Jo, die treffen uns scheinbar immer. Aber wir sind jetzt wesentlich weiter als vorher. Das heißt, jetzt könnten wir bis zum See kommen. Oder vielleicht sogar bis zum Flughafen. Kann ja sein, dass wir es bis dahin schaffen. Ich probiere das Ding jetzt wirklich noch zu landen. Da hinten ist es. Okay, ich werde das wahrscheinlich nicht landen können. Gut. Das Landen scheint dann, denke ich mal, nicht möglich zu sein. Blöd, aber Versuch war es wenigstens wert. Wir haben es geschafft bis dorthin. Da können wir jetzt dasselbe einfach noch einmal machen, auch wenn das jetzt ziemlich nervig sein wird. Und dann irgendwann direkt darüber abspringen. Jetzt wenigstens nicht so weit vom Flughafen weg. Geht das alles dann noch? Aber dann ja, quasi sehr, sehr spannend, dasselbe jetzt noch einmal. Zum, keine Ahnung, wievielten Mal. Sehr geile Mission. Nee, da wird One jetzt schon wieder die ganze Zeit ekelhaft zulabern von wegen. Wir sollen höher fliegen, die Nervensäger. Naja, ihr habt jetzt. Oh lol, was geht denn hier? Lol? Die hatten wir eben nicht. Das war jetzt neu. Aber ja, um ehrlich zu sein, hat er jetzt schon zum keine Ahnung wievielten Mal das alles gesagt. Also dafür, dass er jetzt gerade sagt, er wiederholt sich nicht. Der wiederholt sich hier ziemlich häufig. Das ist auch neu. Was geht denn hier ab? Wo kommen die ganzen neuen Cutscenes her? Jetzt haben sie uns getroffen. Ja, wir versuchen jetzt zum Punkt zu. Oder? Versuchen wir zum Punkt zu kommen oder springen wir über den See ab? Alter, dein Scheiß Ernst!
Ja, natürlich. Hä? Wenn wir aus dem Flugzeug rausspringen, dann wird's auch zerstört. Was ist das denn für eine sinnlose Scheiße? Alter. Gott, regt mich das hier auf gerade. Das kann doch nicht sein. Müssen wir 50.000 Mal dieses scheiß Flugzeug fliegen? Versucht nun einmal ein wenig schlau zu handeln. Nein, wird's einen nicht erlaubt. Meine Güte. Bringe ich jetzt halt irgendwie noch ab, dass ich es schaffe, da hochzukommen. Wird ja nicht erlaubt, versuchen, das Flugzeug einfach so sicher zu landen, dass nichts passiert. Hier haben wir schon wieder das. Okay. Ist schon witzig. Halt die Fresse, Warren, du gehst immer noch auf die Nüsse. Und jetzt haben sie uns wieder getroffen. Gut, jetzt scheiß auf alles. Ich habe keinen Bock, diesen ekelhaften Vogel diese Strecke nochmal fliegen zu lassen. Das dauert langsam echt zu lange. Wir versuchen jetzt einfach nur so nah wie möglich ranzukommen, ohne dass er explodiert und dann abzuspringen. Ins Wasser. Ja, komm, so tief wie möglich und... Ja, das ist vielleicht etwas zu tief. Und... Wobei, das könnte etwas zu tief für einen Absprung sein. Oh, nee. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach nur einen Cut machen. Oder machen wir das jetzt noch? Weil ich euch das auch nicht antun möchte, mache ich es jetzt einfach so hier. Hochgeladen habe. So, jetzt sind wir hoch genug. Jetzt können wir rausspringen. Scheinbar waren wir eben zu tief, weshalb wir da nicht abspringen konnten. Wir mussten auf eine gewisse Höhe kommen. Jetzt waren wir hoch genug, jetzt konnten wir abspringen. Und Scheiße! Aber wir haben es geschafft. Yay! Und das mit der Musik, das war doch jetzt wesentlich angenehmer zu gucken.
Das wäre jetzt noch was gewesen, wenn ich wirklich abgesprungen wäre, zu spät den Fallschirm geöffnet und dabei gestorben. Wir müssen jetzt nicht noch da runter, oder? Wenn ich mir allerdings die Länge der Folge so angucke, glaube ich kaum, dass wir da jetzt wirklich noch rindern müssen. Vielleicht haben wir das ja bereits gemacht in der Folge, die danach kam. Das könnte doch theoretisch möglich sein, oder? Ist schon alles so lange her, das war letztes Jahr. Die Mission müssten wir doch jetzt hoffentlich geschafft haben, ne? Tschüss. Danke. Yay! Yeah. Fliegen auf vier Rädern. Fuck you. Wir haben es geschafft. Und endlich kann ich sagen, gut, wir beenden jetzt den Part und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, die ihr schon gesehen habt, aber dann in der nächsten Folge, die dann auch wirklich die richtige nächste Folge wird. Bis dahin, euch noch ein zuckersüßes Tüdel. Und dann nächste Folge, hier ein Fragezeichen. Okay, ciao, XD.